Herzlich willkommen zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Balani und ich zeige Ihnen heute, wie Sie M-Codes ganz einfach in Ihr Dialogprogramm implementieren können. Diese M-Codes können Sie zum Beispiel dazu nutzen, zusätzliches Kühlmittel, wie zum Beispiel die Kühlluft durch die Spindel, in Ihrem Programm zu verwenden. Oder aber auch, wie Sie hinter mir sehen können, zum Beispiel eine Roboterzelle an Ihre Maschine anzubinden. Wie Sie das, wie immer, direkt an der Konsole programmieren können, zeige ich Ihnen in den nächsten Minuten. Ein M-Code dient dazu, einen Ausgang anzusteuern. Dieser Ausgang kann zum Beispiel ein zusätzliches Kühlmittel, ein Roboter, aber auch einfach die Spindel sein. Was im NC-Betrieb als einfacher M-Datensatz geschrieben wird, ist auch im Dialogbetrieb ein separater Befehl. Dieser Befehl kann über den Softkey F3 Werkstück Programmierung unter dem Punkt Verschiedenes F5 im Bereich Maschinenfunktionen F5 programmiert werden. Im Parameter M-Code wird definiert, welcher M-Code später ausgelöst wird. Welcher Befehl dort welche Reaktion hervorruft, können Sie in der darunterliegenden Liste entnehmen. Der Parameter Anzahl der Wiederholungen definiert, wie oft der einzelne Parameter aktiviert wird. Beispielsweise führt der M3 eine Aktivierung der Spindel im Uhrzeigersinn aus und der Befehl M6 initiiert einen Werkzeugwechsel. In der Programmübersicht wird der M-Code dann mit der entsprechenden Bezeichnung angezeigt. Diesen Datensatz müssen Sie nun im Programm dort einfügen, wo der gewünschte Code durchgeführt werden soll. In der WinMax-Steuerung gibt es zu den normalen voreingestellten M-Codes auch freie Befehle, die durch den Benutzer zusätzlich belegt werden können. Diese finden Sie zum Beispiel im Bereich zwischen M52 und M55. Dort finden Sie die Ausgänge 1 bis 4 und im Bereich M142 bis M149. Dort finden Sie die Ausgänge 5 bis 12. Jeder der einzelnen zusätzlichen Befehle, die wir gerade gesehen haben, hat sowohl einen Einschaltbefehl als auch einen Ausschaltbefehl. Die Ausschaltbefehle finden Sie zwischen M62 bis M65 und M152 bis 159. Nun sehen Sie ein kurzes Beispielprogramm. In diesem Programm soll im Datensatz 5 die Luft durch die Spindel angeschaltet werden. Dann soll im Datensatz 6 einmal gebohrt und ein Gewinde geschnitten werden und im Datensatz 7 über den Befehl M62 die zusätzliche Luft wieder deaktiviert werden. Die Bezeichnung der einzelnen M-Befehle kann durch den Servicetechniker bei der Inbetriebnahme separat eingestellt werden. Für die zusätzlichen Ausgänge gibt es je nach Verwendung noch weitere Parameter, die es einzustellen gibt. Diese Parameter finden Sie über Drücken der Taste Zusatz in den Hilfsprogrammen unter F2 Anwendereinstellungen in den Maschinenparametern. Für diese zusätzlichen M-Funktionen gibt es im Bereich F6 eine eigene Oberfläche, wo verschiedene Ausgänge mit verschiedenen Einstellungen hinterlegt werden können. Der Parameter Bestätigungssignal definiert, ob der M-Code durch das anzubindende System zunächst zurückquittiert werden soll, bevor die Steuerung weiterarbeitet. Dies wird zum Beispiel dann genutzt, wenn ein Roboter zunächst eine erfolgreiche Beladung durch ein weiteres Signal zurückbestätigen soll, bevor die Steuerung weiterarbeitet. Der Parameter Deaktivierung während Unterbrechung definiert, ob der spezifische M-Code nach Drücken der Unterbrechentaste auf der Konsole weiter aktiv sein soll oder ob dieser auch unterbrochen werden soll. Und der Parameter Programm Fortsetzen definiert, ob alle vorausgegangenen oder nur der letzte M-Code beim Modus Programm Fortsetzen im Autobetrieb beachtet werden soll. Über den Softkey F5 Seite runter können Sie sich die weiteren M-Codes anzeigen lassen. Das war unser Tutorial zum Thema M-Codes im Dialogbetrieb. Ich hoffe, Sie können sich die Arbeit an der Maschine damit etwas erleichtern. Kommentieren Sie das Video doch gerne und lassen Sie uns auch ein Like da. Teilen Sie das Video, wenn es Ihnen gefallen hat.
und abonnieren Sie, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, auch gerne unseren YouTube-Channel, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Und auch heute möchte ich mich dann wieder verabschieden und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus der AWT.